gab nichts Aufregenderes als das Unvorstellbare. Und wenn es schief ging, ging es halt schief. Egal, Hauptsache, sie musste nicht länger warten. Sie küsste die Wärme mit trockenen Lippen. Einmal, dreimal. Dann biss sie vorsichtig hinein. Während die Gondel abwärts fährt, liegt Roberts Hand wieder auf ihrem Bein. Diesmal auf ihrem Oberschenkel. Ihre Hand liegt auf seiner. Free findet das beruhigend und seltsam zugleich. Schon den ganzen Tag fühlt sie sich von einer Unsicherheit umgeben, von der sie nicht weiß, ob es ihre oder auch Roberts ist. Andererseits benehmen sie sich, als existiere zwischen ihnen etwas Selbstverständliches. Aber über all das gesprochen, haben sie mit noch keinem Wort.